Andres Trautmann von Cool & Clean Schweiz. Cool & Clean hat jetzt im Wallis sogenannte Botschafter. Wie wichtig sind so Botschafter für euch? Also die kantonalen Botschafter sind für uns eigentlich sehr wichtig. Die Strukturen, die wir im Schweizer Sport haben, die sind teilweise recht dezentralisiert. Das heisst, jeder Kanton hat eigene Sportämter, hat eigene Föderationen, je nach Sport. Und die kantonalen Botschafter erlauben es uns dort wirklich viel persönlicher zu arbeiten, viel mehr die verschiedenen Strukturen auszunutzen, verschiedene Connections zu bilden. Und die sind einfach näher am Geschehen, was wir als zentrales Organ in Ittigenbern von Swiss Olympic aus nicht können. Jetzt, wenn man sieht, die Arbeit, die sie haben, also, was sind das so die Prioritäten oder was sind das so die Pflichthefte, was man sagt, das ist nicht wichtig, dass die Botschafter das rüberbringen? Also das Wichtigste ist eigentlich, dass schlussendlich aufgrund von der Arbeit der Botschafter mehr Leiter und mehr Jugendliche sich für Cool & Clean interessieren, einschreiben und unser Commitment leben. Und das machen sie im Speziellen damit, dass wirklich lokale Vereine angehen, die regionalen Sportverbände, das kann ein kantonaler Fußballverband sein, ein kantonaler Hockeyverband oder ein kleinerer Verband, dass es dort wirklich an der Basis arbeitet und dass es vor allem mit den kantonalen Behörden auch zusammen arbeitet und dort dann eigentlich probieren, so viele Synergien wie möglich auszunutzen. Jetzt seit dem 2006 sind eigentlich quasi die vielen Jugendverbände angeschlossen, haben wir das mit ins Programm noch von Cool & Clean. Die Entwicklung, wenn man diese anschaut, wie weit ist man da und wie ist man zufrieden? Grundsätzlich sind wir eigentlich zufrieden, im Sinne davon, dass wir immer jedes Jahr eigentlich unsere Mitgliederzahl stärken können. Wir können jedes Jahr unser Programm anpassen, gemäss den Evaluationen verbessern. Was wir jetzt wirklich noch ein bisschen probieren zu fördern, ist eben genau die Vertretung in den einzelnen Kantonen oder in Regionen, wo wir vielleicht nicht so gut ankommen. Dort, glaube ich, können wir noch viel Fortschritt machen und das probieren wir jetzt eben genau, indem wir mit den Kantonen so Vereinbarungen abschließen, wo wir dann die kantonalen Botschafter einsetzen können.